ich auch. Hey Internet und YouTube, da ist die Eila. Die Folge wird etwas kürzer, damit ich sie heute noch hochbekomme. Hochbekomme. Das war nicht lustig. Ich habe hier permanent herumgepfiffen. Aber irgendwas ist mit dem Spiel, mit dem Frapsi. Keine Ahnung, wo ist sie jetzt hin? Ich wollte sie rekrutieren. Also. Eine etwas kürzere Folge, damit es nicht zu lange dauert beim Verarbeiten. Wo ist sie hin? Jetzt ist sie weg! Ich flipp aus! Oh, God damn it! Ich bin direkt hinter euch. Durchwicke! Du bist ein Zauberer! Ihr seid jemand, der für Ergebnisse Bleib sorgt. Stehen! Das gefällt mir. Komm zurück! Gib, warte, follow me. Ne, gibt es Arbeit? Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir bei meiner Suche beistehen könntet. Ich habe einmal mitbekommen, wie sich Skjör und Kotlak über die Totems von Hircine unterhalten haben. Unscheinbare Gegenstände, die die Macht eines Werwolfs in neue Richtungen kanalisieren können. Analysieren? Als Kotlak dann anfing, nach seinem Heilmittel zu suchen, hat Skjör das Thema sicher nicht mehr erwähnt. Aber ich habe seine Sachen durchstöbert Wow. und bin auf ein Buch gestoßen, das ich nie zuvor gesehen hatte. Darin ging es um die Totems. Ich habe mit meinen Kontaktleuten über die Fürstentümer gesprochen. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir eines von ihnen finden können. Wollt ihr mitkommen? Ja klar. Wir jagen gemeinsam. Okay, dann kommt sie jetzt so oder so mit. Wir haben eine Quest. Die Totems. Ich hab eine andere Quest. Baby! Okay, warte. Die Totems. Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber gut, dann machen wir das. Okay, dann kommt, dann muss ich im Moment nicht rekrutieren, sondern sie ist eh dabei. Lüdi, möchtest du dich erheben und zu mir kommen? Bei Fuß? Hopp, hopp. Ich nutze meine Machtposition nicht aus. Über Frauen. Was für eine sexistische Folge. Es ist nur ein Spaß, es ist nur ein Game und ich mache Witze. Nein! Das ist nicht schön! Wo muss ich hin? Wo ist mein Pfeil? Hm? Ja. Habe ich hier noch was markiert? Hier ist ein Pfeil. Ich sehe ihn nicht auf der Karte. Bin ich blind? Ah, hier rauf. Aha. Tot. Ah, okay, hier. Okay, gut. Hab's, hab's. Schnappt man's gerade. Boom, boom. Okay, easy. Dann holen wir schnell das Totem. Okay, dann nehmen wir sie in unserem Begleitschutz. Ich gebe euch Deckung. Ich muss euch jetzt Dr. Evil vorstellen. Okay, warte. Du, ich will, dass es hell ist, okay? Ich will einen romantischen Sonnenaufgang. Dankeschön. Perfekt. Was machen wir dann mit dem? Schmieren wir uns ein und baden darin und... Hallo? Ja, mach ich das alleine? Ich frag mich, wozu ich euch hab. Grünquelllichtung. Okay, Berli. Stunden später, Ayla, was ist mit dir? Kannst du nicht Schritt halten? Mit solchen Biestern? Bei uns? Und die Jagd ging nach hinten los. Werwolf-Totem, hier. Oh, warte, das müsste ich jemandem bringen, oder? Oder? Ja. Habt ihr es? Hab ich. Was machst du dafür, dass ich sie gebe? Das passt absolut auf die Beschreibung des Totems aus Kjörs altem Buch.
Bringen wir das Ding zur Tiefenschmiede. Ich gebe euch Deckung. Wir gehen wieder zurück. Das war's? Also, so gut. Okay. Das war ein aufregendes Abenteuer. Oh, ich bin ganz verschwitzt. Oh, mit Kopf zu allen Poren. Nicht aus allen, okay? Ich gebe euch. Oh, sorry. Das war nicht meine Absicht. Heinz Girr. Du machst mich wahnsinnig. Oh, das sind... Oh, alle oder was? Oh, okay. Boom. Oh, wir müssen noch zwei finden oder was? Kann das sein? Was machst du hier? Noch da. Spürst du was? Habt ihr Ratschläge für mich? Arbeit? Der Jarl von Ostmarsch hat uns um Hilfe gebeten. Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Okay. Gut. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Es ist einfach nur ein Tier, aber seid vorsichtig. Die Tiere von Himmelsrand sind zäher als an anderen Orten. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Was soll das heißen, angeblich stärker, als wir aussehen? Ich warte. Du könntest mir jetzt schon folgen, oder was? Aber was ist mit der Quest hier? Ist die dann... Die muss doch noch immer da sein, oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie das funktioniert. Aber anscheinend... brauche ich noch zwei Totems, aber das gibt sie mir jetzt nicht. Oh, jetzt muss ich eine andere Quest machen. Damit sie mir dann die nächste Totem-Quest gibt. Ich kann mich an die Totems überhaupt nicht erinnern. Aber okay. Säuberer. Ja, ja. Was bin ich? Putzfrau der Gefährten? Ah, säubern und das. Wir nehmen sie aber als zweiten Follower. YouTube. Ich sehe, ihr habt nichts dagegen mit zwei Frauen. Finde ich gut. Das ist eine richtige Einstellung. Liebe ist für alle da und für mehrere. Ja? Warum die Liebe beschränken? Oh shit, und da gehen die Frames wieder. Das ist das Problem, was ich heute hatte. Und wieder habe. Ich kann nichts aufnehmen. Oh Gott. Ich kann auch nicht neu laden, ich habe es probiert. Oh shit. Ich habe 10 Frames. Ja, F5, F9, ja, und 10 Frames. Wow, ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, jetzt hält es ein bisschen länger an. Anscheinend nicht. Ich hatte das kurz nach den anderen Aufnahmen genauso. Ich habe neu gestartet, bam, bam, bam. Kein Problem damit. Okay, jetzt regelt. Okay, es wird ein bisschen besser gerade. Wieder. Okay, gut. Das ist eine fucking Spinnenhöhle. Was soll denn das? Hey, seht mal. Eine Höhle. Was da wohl drin ist? Das sind ekelhafte Spinnenviecher. Warum? Oh Gott, jetzt muss ich... Nein, nicht Spinnenquests. Nein. Das darf nicht sein. Ich bin direkt hinter euch. Okay, die Frames haben sich wieder beruhigt. Wenigstens hat sich beruhigt. Letztens hat sich gar nicht... Oh. Das ist eklig. Ich will... Lüdi! Ich weiß, aber du stehst immer in meinem Weg. Das hat nichts mit meiner Seite zu tun. Verstehst du?
nicht auf meiner Seite, Lüdi. Wer hätte das gedacht? Schön, dass du es nochmal erwähnt. Lebt das Ding? Jetzt nimmer. Ich will ja eigentlich reinspringen und sehen, ob hier ein Geheimnis ist, aber... Vampirlager? Das ist doch nicht das, was ich... Oh no! Vampirlager? Ich dachte, ich müsste das immer verbrennen. Oh! Moment mal, wo geht's denn nicht überall hin? Also hier ist Ende. Achso, hier ist noch eine Truhe, Gott sei Dank. Okay, das geht ja schneller mit dem hier. What? Eine riesige. Stand da nicht irgendwas von Vampirlager? Bin ich kann ich nicht lesen? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Sea Dog Boots. Okay. Voll dein Puh. Genau im Mund rein. Bah. Ekelhaft. Was? Was, was, was? Wo bin ich denn jetzt? Also. Okay. Verwirrend. Oh. Achso, Vampirlager war das Ding von dem Ding. Ding. Versteht ihr, was ich meine? Das Ding von dem Ding, Ding. Ne? Das Ding. Ah. Wo. Was für Feindinnen? Welche Feinde? Hier ist alles tot. Ich habe alles gemeuchelt. Hört auf. Okay. Ich musste 3 Schritte weitergehen. Wahrscheinlich bin ich hier. Eine kleine Ameise. Dann bin ich draufgestiegen. Feind erledigt. So, sieht's aus. Und du gib mir diese Totem-Aufgaben, Baby. Okay, es wäre jetzt echt einfach. Okay, ich nehme sie als Follower. Wo dann hätte ich es einfach gleich abschließen können, richtig? Oder gibt sie dann keine Quests mehr? Das wäre auch strange, oder? Also. Hallo? Ich glaube, ich träume. Puppe. Habt ihr Ratschläge für mich? Ich für dich? Ja, habe ich. Die Höhle der Bestie gesäubert. Mhm. Das hört man gerne. Hier euer Anteil an der Bezahlung. Okay, gönn. Arbeit. Ein Bürger von... Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Da. Jemand muss die Bestie erledigen. Was ist... Das sind doch noch 2 Totems. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Was ist mit den Totems? Umgehend darum. Niemand will, dass ein Tier in seinem Zuhause herumstreunt. Warte mal. Du. Ja? Komm mit. Vergeuden wir keine Zeit. Wir halten an. Was ist los? Also, Arbeit hast du hier noch? Okay, okay, wait here. We need to trade something with tweak options. Gear. Outfit Management. Das ist Outfit. Ja, Outfit Management, ja. Holy! No! 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 Okay, okay, okay. Okay.
Ha, New Backpack. Okay, das ist ein Torschlüssel. Kann ich den haben? Okay, du hast Schild, du bist die Bogending, oder? Du bist die Bogending. Wollen wir, dass sie Bogen macht? Magic only, nee, das bin ich. Magic and stuff, nee, Spell. Sword and Shield, das ist Lüdi. Two-Handed Weapons, Dual Swords, Bow and Arrow, das bist du. Stop, nee, auf keinen Fall. Okay. Wird schon passen. Settings. Das sind Auto Relax. Okay, das sind die gleichen Einstellungen wie bei ihr. Okay. Nach euch. Ich dachte, ich kann nicht umziehen. Ich bin noch da. Was ich will nicht umziehen. Die alte Nordrüstung. Die sieht doch anders aus. Was? What? Wir werden was Schönes für dich finden. Wir werden was Schönes für dich finden. Lüdi! Warte mal. Ich bin noch da. Natürlich bist du noch hier. Und Lüdi ist hinter mir. Bei Fuß. Gemeines Fußvolk. Ich bin auch zu Fuß unterwegs. Ach, verdammt. Alle hier? Perfekt. Wir brauchen ein Outfit für Ayla. Wo ist mein Pfeil? Für diese großartige Quest. Angas Mühle habe ich nicht entdeckt. Na, supi. Windhelm. Mares Auge Tümpel. Ne, die Stelle und dann hier rüber, oder? Okay. Vielleicht irre ich mich auch mit den Totems. Aber da sind zwei Plätze noch. This is very strange. I would say so, huh? Kommt mit! Wer ist schneller, Lüdi oder Ayla? Na, ach nee, jetzt! Explosions. Das war sexy. Oh, seht euch das an jetzt, was gleich passiert. Ja, das durchströmt mich. Ja. Ihr seid nicht beeindruckt irgendwie, oder? Lüdi, du hast geschworen, meine Last zu tragen. Bin immer noch da. Du hast geschworen, meine Last zu tragen. Geht ihr voran. Dankeschön. Jetzt euch an die zwei. Warum hast du nur diesen kleinen Dolch dabei, Ayla? Das war schon alles. Was machst du denn mit dem kleinen Dolch? Das war gar nicht. Wenn ich es muss. Da.
Was machst du denn? Was machst du denn mit dem? Wie, was ist los? Was braucht ihr? Was ist denn? Was machst du? Dolch? Okay. Okay, warte, warte. Habe ich irgendeine Waffe für dich? Warum habe ich keine Waffe hier so auswählen müssen? Vielleicht habe ich irgendwas, was besser ist, was ein bisschen besser aussieht. Ich kann ihn doch nicht hier mit dem Dolch hier herumtun. Das ist ja echt. Das geht ja nicht, ne? Bekleidung, ich bin... Wo sind meine Waffen? Ich habe keine. Ich habe keine einzige, oder? Deswegen. Ich dachte, ich hätte vielleicht was. Nach euch. Bin immer noch da. Mhm. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Okay, du hast die eben als Kriegsachs. Die haut natürlich rein. Die ist gut. Stahl. Soll ich ihr das normale Schwert geben? Sieht ein bisschen besser aus, oder? Was anderes haben wir hier nicht. Ihr geht vor, ich folge. Ja. Wir halten an. Was ist los? Wo ist meine Maus? Was braucht ihr? Das geht in... Achso, das hat gleich viel Schaden wie... Okay, aber hey, das Stahlschwert hat... hat mehr... Sieht besser aus. Oh shit, die nimmt noch immer die... Was braucht ihr? Kleine Dolch hat... Ja gut, ist Dolch des Himmelschmieds, Stahl. Muss man natürlich, ja... Ja, das sieht doch besser aus. Das sieht doch besser aus. Hat die gleiche Wirkung. Aber es sieht cooler aus für sie, oder? Wollen wir zwei Schwerter geben? Oder eine große. Ha. Eine Großhandwaffe oder... Schwierige Entscheidung. Vielleicht geben wir auch zwei Schwerter. Vielleicht bis hier unser neuer Wupp-Wupp. Hat jemand noch ein Schwert von euch? Hätte. Wenn ich mich hier jetzt einlasse auf ein Problem, haben wir ein Problem. Wisst ihr? Angas Mühle. Was ist hier raus? Wo ist die Leiche? Habe ich da irgendjemanden getötet von uns? Hallo? Wir halten an. Was ist los? Du Hexenrabe bist tot. Was ist los? Du bist dabei gewesen. Der Eigentümer dieses Ortes ist sicher erleichtert. Und bezahlt hat er auch schon. Boom, wieder 300 Gold. Dankeschön. Du hast keine Arbeit mehr. Oder? Oder hätte ich jetzt warten müssen? Nach euch. Jetzt frage die Ange... Okay. Boom. Ich bin noch da. Oh, es geht nicht. Nach euch. Oh, shit. Weil du mir folgst, oder? Kann das sein? Pathways. Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Gott, tschüss. Auf, da gibt es Arbeit. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr mir bei meiner Suche... Ah, jetzt könnt. Kommt das nächste Totem. Ich glaube, dass ich ein weiteres ich Totem verstehe. Gefunden habe. Kommt mit mir und wir werden gemeinsam Teil ihrer Geschichte. Los geht's! Wir jagen gemeinsam. Ach, ich muss immer diese plötzlichen Aufgaben hier zwischendurch erledigen, oder was? Was ist denn los da hinten?
Anscheinend nix. Habe ich mir gedacht. Wir haben den roten Punkt. Okay, ich nehme sie erst dann als. Was ist denn? Ich wollte dir nichts tun, Cody. Warum ist er denn rot? Oh, shit. Lüdi. Nein. Es war ein Versehen von mir. Das waren die Explosions. Der Radius. Ich bin einfach zu mächtig. Zu gewalttätig. Nicht, Lüdi. Nein, 1000 Kopfgeld. Lüdi. Das war meine Schuld eigentlich. Lüdi. Fuck. Nein! Ich habe hier 1000 Kopfgeld. Shit! Und ihr bezahlt, dass ich euch helfe? Es tut mir leid. Ja, hier dürfen wir niemanden begegnen, du. Hier ist ein Stahlstreitkolben. Willst du den haben? Kannst du eigentlich mit einer Holzfällaxt? Suchen wir mal nach diesem Totem-Schild, Bruder. Ja, machen wir. Was braucht ihr? Die sieht nämlich irgendwie cool aus. Ich kann die noch immer tweaken, obwohl... Okay, Combat. Two-handed... Nee, Dual Swords. Okay, boom. Ja, ist okay. Dann mal los. Ja, Swords. Da ist natürlich keine Axt dabei. Fuck. Hersine wird uns segnen, wenn wir sein Totem finden. Schade. Two-handed weapons ist klar. Bow and arrow, Ranger. Was ist Ranger? Ist es nicht Bow and arrow? Nach euch. Okay, du kannst halt nicht... Was? 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 Irgendwo eine Waffe noch? Ein gelbes Mädchenkleid? Also. Ich dachte, das wäre was für Erwachsene. Quasi. Nicht sowas. Eine Jungen-Tunika? Möchtest du die haben? ich denke nicht. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh, danke fürs Zusehen. Danke für euren Support. Dann holen wir weitere Totems. Mhm. So sieht es nämlich aus. Hier haben wir aufgeschlossen. Oh, wenn jetzt jemand hier ist. Wäre der ganz schön sauer, denke ich, auf uns. Was haben wir hier im Bügeleisen? Gold nehme ich. Es ist eh schon wurscht. Hallo, wir haben hier... Eh schon... Wir haben ja eh schon Mist gebaut. 1000 Gold. Von daher. Daher ist Wurst. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ne? Okay. Oh. Wie geht's? Seid vorsichtig mit dem Feuer. Absolut. Ihr habt also hier die Leitung? In der Tat. Mein Vater hat sie mir hinterlassen. Da liegt eine Leiche. Er starb im großen Krieg gegen die Elfen. Es ist mir egal, was draußen in der Welt geschieht. Rebellion, erwachende Drachen. Ich habe mit der Mühle schon genug Sorgen. Okay. Nach Arbeit? Wenn ihr eine Axt besitzt, könnt ihr euch Gold verdienen, nee, indem ihr Holz hackt. Bringt mir so viel, wie ihr nur hacken könnt. Dann geht's mich.
gern haben. Hi, ist irgendjemand sauer hier? Eri ist der Boss. Sprecht mit ihr, wenn ihr Arbeit sucht. Okay, die 1000 Kopfgeld. Oh, shit. Zählt das von einem anderen Ort? Irgendwo werde ich 1000 Dinger loswerden. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Machen die Totems. Macht's gut. Tschüss.